Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und heute möchte ich mit dir diesen schönen Habit Tracker malen. Dafür brauchst du natürlich erstmal dein Bullet Journal. Ich habe hier das Scribbles That Matter. Dann natürlich noch einmal die Zebra Mild Liner, den Micron Fine Liner, schwarzes Washi Tape und einen weißen Edding. Natürlich brauchst du auch noch ein Geodreieck. Ja, und wenn du das alles zusammen hast, dann kann es auch schon losgehen. Du kannst das nur ganz leicht sehen, aber ich habe mir hier ein paar Punkte gemacht, damit ich 31 Kästchen, also für jeden Tag des Monats ein Kästchen, so einigermaßen gleichmäßig hinbekomme. Das ist nämlich gar nicht so einfach, das muss man immer so ein bisschen auszählen. Du kannst natürlich hier alle meine Vorgaben nehmen. Wir haben auch einen Habit Tracker für dich, genau denselben, in unserem Shop. Also falls du keine Lust hast zu malen oder ganz schnell etwas brauchst für die Woche, dann kannst du dich daran gütlich tun, weil den kann man einfach runterladen, den kannst du ausdrucken und dann eben in dein Bullet Journal kleben oder mit Graphitpapier übertragen. Ja, und ich mache das jetzt mal hier nach meinen Punkten und dann schauen wir mal weiter, wie das Ganze aussieht. Du siehst schon, dass hier jeder Tag eine doppelte Reihe bekommt. Das ist einfach dafür gedacht, dass ich da später hier halt so Striche reinmachen kann, um die verschiedenen Habits einzutragen. Und jedes Kästchen bekommt natürlich auch eine Zahl. Also dieser Habit Tracker ist immerwährend sozusagen, also den kannst du für jeden Monat benutzen, weil er einfach nur 31 Tage hat. Wenn der Monat eben nur 30 hat, benutzt du nur die. Und dann kann man ihn halt immer wieder nutzen, ne? Und dann kommen wir auch schon zum Washi-Tape. Das ist hier ein ganz wichtiger Faktor. Schwarzes Washi-Tape, das brauchst du unbedingt. Das ist japanisches Reispapier und deswegen kannst du das Reis nicht. Guck also, wie lang ungefähr mein Stück sein muss. Und dann klebe ich das da einfach rein, um eben Habit Tracker da drauf zu schreiben oder den Monat da drauf zu schreiben. Also so ganz, wie ich das mag. Das Schöne an dem Washi-Tape ist, dass man es wieder abziehen kann. Ja, und das hinterlässt auch gar keine Spuren. Also wenn es dir nicht gefällt, wenn du dich verschreibst oder wenn du doch später November statt Habit Tracker da draufstehen haben möchtest, ja, dann kannst du es einfach wieder abziehen und was Neues draufschreiben. Ganz praktisch, ne? Und dafür brauche ich halt auch diesen weißen Edding, weil anders kann ich da natürlich nicht draufschreiben. Deswegen den nehmen wir dann gleich mal. Und weil der November natürlich der tiefste Herbstmonat ist, kommen hier noch ein paar Blätter drauf und ein paar Punkte, weil es hübsch aussieht. Und dann möchte ich auch noch ein paar Doodles direkt drumherum malen. Deswegen nehme ich dann wieder den Micron Fine Liner und male einfach ein paar Blätter um meinen Habit Tracker drumherum. Ich habe mir jetzt hier ein paar Herbstfarben überlegt. Dafür gehört für mich jetzt erst einmal Grau dazu, dann Orange natürlich und Grün natürlich auch noch ein bisschen. Und damit ziehe ich jetzt hier die Striche rein. Also du siehst auch, ich mache das aus der Hand. Also ich möchte das gar nicht so hundertprozentig gerade haben. Deswegen ziehe ich jetzt einfach mit der Hand diese Striche da rein. Das Grau, Braun, dann Orange. Ja, was immer für dich Herbstfarben sind, ist natürlich hier herzlich willkommen. Am Ende muss es nur hübsch aussehen, ne?
Wie schon angekündigt, nehme ich jetzt hier den Micron Fineliner und ziehe einfach Striche da rein. Also ich mache das von der Hand. Du siehst, ich werde dann drei Dinge tracken können in meinem Habit Tracker, ja, ob die an dem Tag erledigt wurden oder eben auch nicht. Und es macht das Ganze irgendwie, ja, sieht ein bisschen hübscher aus, ne, wenn man das einfach nur per Hand reinzieht und nicht so 100% gerade ist alles, ne? Ja, und jetzt kommt die Girlande um meinen Habit-Tracker drumherum. Die hatte ich ja schon angekündigt. Und ich möchte einfach, naja, dass das Ganze ein bisschen herbstlich aussieht, aber nicht so, ja, dunkel. Und ja, der Herbst kann auch schön sein, ne? Also mit seinen leuchtenden Farben. Deswegen kommen hier ein paar unterschiedliche Blätter hin. Und die bekommen dann dieselben Farben, die auch hier mein Habit-Tracker schon bekommen hat. Einfach, naja, wir reden hier über das Gesetz der Harmonie im Design, ne? Damit das Ganze zu schön zueinander passt. Deswegen nehme ich dann wieder dieselben Farben. Ja, das war's auch schon von mir für heute. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du malst auch einen schönen Habit-Tracker in dein Bullet Journal. Und wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn du mich einfach hier unterm Video verlinkst, vielleicht einen Kommentar hinterlässt, einen Daumen nach oben gibst, unseren Kanal abonnierst. Ich weiß, das ist alles ganz schön viel, ne? Und wenn du die kleine Glocke auch noch klickst, dann wirst du, wenn immer ich ein neues Video einstelle, informiert, dass wir eben das getan haben, ne? Also, ich freue mich darauf, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, tschüss!